Ich darf Sie auch von meiner Seite ganz herzlich im Burgenland willkommen heißen. Ich hoffe, der Ausblick und die Location, die wir gewählt haben, gibt einen ersten Einblick in die Schönheit des Landes, das wir natürlich gemeinsam zu verteidigen und zu sichern gedenken. Es gibt, Sie sehen hinter uns, die Kernthemen der Freiheitlichen Partei für den Europawahlkampf, der ja mit heutigem Tage beginnt, aus unserer Sicht. Und wir könnten aus burgenländischer Sicht zu jedem dieser Themen vieles sagen. Sie alle betreffen uns natürlich auch im Land. Die Versäumnisse, die Taten, das Nichthandeln der Europäischen Union wirkt natürlich auf die nationale Ebene herunter, wirkt natürlich auch auf die regionale Ebene herunter und damit beispielhaft natürlich auch direkt ins Burgenland hinein. Ich möchte das aber jetzt nicht exzessiv sozusagen die Zeit ausnutzen, sondern mich auf ein Thema konzentrieren. Und das ist natürlich eines, das uns im Burgenland besonders unter den Nägeln brennt, das Thema Sicherheit. Sicherheit in Verbindung mit Grenzschutz, Sicherheit in Verbindung mit Asylwesen. Vielleicht ganz kurz zur Einstimmung. Sie wissen, das Burgenland ist das einzige Bundesland mit einer Grenze zu Ungarn, mit unserem Nachbarn, mit dem wir sehr, sehr gut nachbarschaftliche Beziehungen pflegen, dies auch verstehen, das eigene Land vor Terrorismus, vor Überfremdung und Ähnlichem mehr zu schützen, wo es aber natürlich an der Grenze immer gewisse Themen gibt, und zwar deswegen, weil die EU, um wieder beim EU-Wahlkampf anzuknüpfen, darin versagt, ihre eigenen rechtlichen Grundlagen, Stichwort Dublin-Abkommen, ernst zu nehmen und den Außengrenzschutz sicherzustellen. Das heißt, wir holen dieses Problem nach Europa herein und zum Beispiel an die burgenländisch-ungarische Grenze. Es ist dieses Land hier, wo die Menschen immer noch die traumatischen Erlebnisse des Jahres 2015 und der fortfolgende in sich tragen. Und die Sicherheit der Grenzen, der Kampf gegen Asylmissbrauch ist natürlich ein zentrales Element auch der Landespolitik. Das Burgenland und die Menschen, die hier leben, sind Hauptbetroffene des Versagens der EU in Sachen Außengrenzschutz, wie bereits gesagt. Hauptbetroffenes Versagens der EU und auch national im Kampf gegen Schlepperkriminalität. Und sind Hauptbetroffene von zum Teil völlig weltfremden Gerichtsurteilen, die im Prinzip bedeuten, dass beispielsweise ganz Afghanistan das Recht hätte auf freie Einreise nach Österreich. Und die natürlich zur Folge haben, dass unser System, dass wir hier, unser Sozialstaat, den wir hier aufgebaut haben, ein riesiger Attraktor für Wanderungsbewegungen und die damit einhergehende Kriminalität ist. Wir als FPÖ wollen das nicht, dass wegen nicht vorhandenem Grenzschutz, deswegen unrechtmäßig offener Grenzen, brutale Asylstraftäter, wir lesen das jeden Tag in den Medien, und perfide Schlepper das Land unsicher machen und beherrschen. Verschärfend kommt hinzu, das darf ich vielleicht kurz auf die Landesebene gehen, dass wir mit unserem Landeshauptmann jemand haben, der den Hardliner mimt, aber in Wirklichkeit ein sicherheitspolitischer Schaumschläger ist. Zur Erinnerung, wir haben bereits der Presse, leider Gottes unter sehr mäßigem medialem Interesse präsentiert, ein Arbeitspapier, das vom Landeshauptmann selbst stammt, ist schon etwas älteren Datums, aus dem Oktober 2015, als er noch Landespolizeidirektor war und als er eine Funktion hatte, die er die Basis gelegt hat für seine danach folgende politische Karriere, Stichwort Verteidigungsminister, Stichwort Landeshauptmann. Dieses Papier darf ich jetzt ganz kurz wiederholen. Es gibt nämlich seine wahre politische Einstellung zu diesem Thema wieder. Ich habe also hier einen Auszug aus einer Denkschrift, trägt auch seine Unterschrift, Eisenstadt, 2. Oktober 2015, Vorlage eines Konzepts für eine umfassende Grenzkontrolle im Rahmen der Wiedereinführung eben dieser Grenzkontrollen, orientiert sich am Konzept des Landespolizeidirektors von Kärnten, also eines damaligen Kollegen aus Kärnten. Sie wissen, Landespolizeidirektoren werden in Einvernehmen mit den Landeshauptleuten bestellt. Kärnten bereits damals eine SPÖ-geführte Regierung, also der Landespolizeidirektor von Kärnten ist auch der Roten Reichshälfte zuzurechnen gewesen. Und was hat dieser Kärntner Kollege gesagt? Zitat, in Kärnten wird das Konzept verfolgt, dass die Grenzkontrolle gemäß den gesetzlichen Bestimmungen durchgeführt wird und alle Fremden, die nicht über die erforderlichen Einreisedokumente verfügen, zurückgewiesen werden. Das ist also der Ansatz, den die Kärntner SPÖ bzw. der dortige Landespolizeidirektor gelebt hat. Was sagt Dostkozil umgelegt das Ganze für das Burgenland? In derselben Funktion, Vorabresümee, eine flächendeckende Grenzkontrolle im Sinne der Kärntner Zielrichtung ist im Burgenland unter Einhaltung der Verhältnismäßigkeit, das ist diese Figur, diese Formulierung werden wir öfters begegnen, faktisch nicht umsetzbar. Erstens, was heißt unter Einsatz der Verhältnismäßigkeit, ist ihm das zu viel Arbeit oder was sollte man damit ausgedrückt werden? Und zweitens einmal, das ist nichts anderes als ein Rechtsbruch mit Ansage und in Folge dann natürlich Aufgabe von Souveränität und Autorität.
Und da kommen wir dann zu den Zielszenarien. Erstens die Abhaltung. Knapp 400 Kilometer grüne Grenze können im Sinne der Verhältnismäßigkeit nicht ausreichend gesichert werden. Das heißt nichts anderes, als er kündigt hier offen an, seinen Job als Landespolizeidirektor nicht zu machen. Zweitens, Zurückweisung bei den Grenzübertrittsstellen. Aufgrund des Migrationsdrucks ist die Zurückweisung unter dem Aspekt der Verhältnismäßigkeit, wieder diese Verhältnismäßigkeit, nicht durchsetzbar. Das heißt, Kapitulation des Rechtsstaates, der oberste Polizist im Burgenland kündigt an, das nicht umzusetzen. Drittens, also wenn man im Jahr 2015 die Leute schon hereingelassen hat, die Registrierung. Zitat aus diesem Papier, die hohe Anzahl an Flüchtlingen macht eine rechtskonforme, also wiederum dieses Wort, Erfassung im Sinne der Verhältnismäßigkeit derzeit unmöglich. Wiederum angekündigter Rechtsbruch. Viertens, der humanitäre Grenzeinsatz, der ist gesichert. Und dann noch ein besonderes Bonmot, wenn man sich überlegt, was heute hier an ganzen Hundertschaften und Personal aufgenommen wird ins Land, das uns Millionen kostet. Beispielsweise die Schaffung von 20 Aufnahmestraßen, es wird nicht erklärt, warum es 20 sein sollen, mit jeweils 40 Arbeitsplätzen, es wird nicht erklärt, warum es 40 Arbeitsplätze sein sollen, und dazu die Sicherungskräfte, also ein paar hundert Stellen, sind angeblich nicht möglich. Heute als Landeshauptmann hat er ein Vielfaches davon aufgenommen, es ist all das möglich, wurde damals einfach nicht gemacht. Und daher kommt man zur Conclusio. Das vordefinierte Ziel einer umfassenden Grenzkontrolle beziehungsweise das in Kärnten definierte Ziel Grenzkontrolle gemäß den gesetzlichen Bestimmungen und alle Fremden, die nicht über die erforderlichen Einreisedokumente verfügen, sind außer Landes zu bringen, kann mit verhältnismäßigen Maßnahmen, das immer wieder realistisch, nicht umgesetzt werden. Das ist also das Amtsverständnis des Landeshauptmanns von Burgenland. Und da muss man ganz ehrlich sagen und auch für die Burgenländerinnen und Burgenländer die Schlussfolgerung ziehen, entgegen allen Ankündigungen, die er so Tag ein, Tag aus, Jahr ein, Jahr aus zum Besten gibt, ist das nichts anderes als politisches Blendwerk der SPÖ Burgenland. Und es ist vielleicht mit bestens, mit medialen Worthülsen, mit entsprechenden Inseraten garniert. Aber man muss zu dem Schluss kommen, unser Landeshauptmann Hans-Peter Loskozil will die Grenze nicht sichern. Er will die Sicherheit im Land nicht gewährleisten. Das war zu keinem Zeitpunkt so und das ist auch heute so. Er springt vielleicht medial, er springt vielleicht politisch auf einen fahrenden Zug auf, nennt man so schön, wechseln von politischem Kleingeld, indem man dem harten Mann mimt, aber die Wirklichkeit sieht, wie soeben nachgewiesen, ganz anders aus. Die unweigerliche Schlussfolgerung, Grenzsicherung, Grenzkontrollen sind ihm zuwider. Sie widersprechen seiner Ideologie, die von einem gewissen Herrn Babler gar nicht einmal so weit entfernt ist, wenn man das sich genauer anschaut. Und sie kulminieren natürlich in seiner Traumkoalition, auch das medial immer wieder angekündigt, diese Ampelkoalition. Rot, Grün, Neos. Genau diese Farbenkonstellation, die gerade unser Nachbarland Deutschland zugrunde richtet. Und das ist also das Ziel, das er hier in ganz Österreich auch einführen möchte. Die Menschen im Burgenland dürfen sich vom Landeshauptmann keine Hilfe in Sachen Sicherheit erwarten. Als österreichische Bürger betrifft uns dasselbe natürlich im Innenministerium, das wird der Generalsekretär gleich näher ausführen. Und als europäische Bürger muss man natürlich festhalten, wie bereits eingangs gesagt, dass die Europäische Union, das wird auch Harald Wilimski dann näher ausführen, in dieser Frage völlig versagt. Das sind die Rahmenbedingungen, unter denen hierzulande die Europawahl stattfinden wird. Die Vision der FPÖ ist eine andere, die Vision der FPÖ ist eine, die für Europa auf Vertrauen, auf Schutz und auf Sicherheit aufbaut. Genau das vermögen die Regierenden, ob in Eisenstadt, in Wien oder in Brüssel, nicht umzusetzen. Und daher ist es dringende, es ist höchste Zeit für einen Wechsel. Harald Wilimski bei der Europawahl und Herbert Kickl bei der Nationalratswahl stehen für diesen Wechsel. Höchste Zeit, dass das schwerst versagende System abgewählt wird. Der erste Schritt wird am 9. Juni bei der Europawahl folgen. Ja, vielen Dank, einen schönen Vormittag, sehr geehrte Damen und Herren, auch von meiner Seite. Das ganze Land sieht ja seit 2 bis 3 Wochen, dass wir uns bereits mitten im Intensivwahlkampf befinden. Stichwort alle gegen die FPÖ. Anpatzen, anpatzen, anpatzen. Alle haben sich eingehängt gegen die FPÖ. Das ist durchaus nichts Neues. Das ist insofern nichts Neues, wenn Sie sich erinnern an den EU-Wahlkampf von vor 5 Jahren, wo man auch versucht hat, die Freiheitliche Partei zu stoppen, Stichwort Ibiza-Video, und übrig geblieben, und das ist das Wichtige von diesem gesamten Ibiza-Video, ist ein Knieschuss für die österreichische Volkspartei. Das ist dem System aber gar nicht so wichtig, weil es ja nur darum geht, die Wähler vor einer Wahl zu manipulieren, immer mit denselben Drecksgeschichten. Da brauche ich aber nicht nur 5 Jahre zurückgehen, da kann man
man auch noch weiter zurückgehen, und das haben ja die Menschen in diesem Land längst durchschaut, Stichwort Jörg Haider. Seit Jörg Haider dasselbe Spiel. Immer dann, wenn ein Politiker dem System zu gefährlich wird, dann versucht man ihn anzupatzen und aufzuhalten. Immer vor einer Wahl. Immer erst vor einer Wahl kommt etwas daher, und in dieser Intensität kennen wir auch die Silberstein-Manier schon seit Jahren, und auch diesmal lässt Silberstein wieder grüßen. Ich darf aber auch die Möglichkeit nutzen, dass heute hier mehrere Medienvertreter im Haus sind. Was ich nicht verstehe, ist, dass die Medienvertreter anstatt zu recherchieren und einfach die Fakten an die Öffentlichkeit zu bringen, damit die Menschen draußen auch verstehen, wie das Ganze zusammenhängt, dass sie sich so missbrauchen lassen und so oft, immer vor einer Wahl, den Lautsprecher für ein System spielen, das sich selbst an der Macht halten will. Und jetzt sind wir also auch diesmal wieder angekommen. Angekommen in der großen Schlacht, angekommen im Superwahljahr, wie es ja so verniedlicht seit Monaten transportiert wird. Es ist aber viel mehr, sehr geehrte Damen und Herren, als ein Superwahljahr. De facto geht es 2024 um eine große Entscheidung. 2024 ist das Jahr der Entscheidung mit einer großen Chance. Der Chance auf einen Paradigmenwechsel, der Chance auf einer Wende, der Entscheidung, ob es 5 weitere Jahre so weitergehen soll wie bisher auf europäischer Ebene, aber auch auf österreichischer Ebene. Unser Plan für die Bevölkerung ist eine Hinwendung der Politik zum Volk. Auf der anderen Seite, und mit diesem System stehen wir nun im Wahlkampf, da geht es weiter um die Abwendung vom Volk und einer weiteren Zuwendung zur eigenen Macht, zum eigenen System. Da geht es um die Eliten und um das System, denen es vor allem um eines geht, dass es ihm selbst gut geht. Das ist übrigens auch die Seite, wo alle anderen 4 Parteien, die ÖVP, die Grünen, die Roten und die Pinken, stehen. Und diese Entscheidung, die wird getroffen, was Europa betrifft, am 9. Juni und was Österreich betrifft, im Herbst. Und es geht nicht um nichts Geringeres als die Entscheidung eines Befreiungsschlages für die Menschen draußen, nicht für irgendeine Partei, um die Entscheidung eines Befreiungsschlages im Sinne der Menschen und für die Menschen. Und da gibt es viele Probleme, die es zu lösen gibt. Viele Probleme begonnen, wie wir es gehört haben, bereits von unserem Landeshauptmann im Burgenland, Alexander Petschnig, weil sich dieses System im Übrigen auch eingenistet hat, von der Landesebene über die Bundesebene bis hin zur europäischen Ebene, die sich in allen Punkten parallel verschoben wiederfinden. Zum Beispiel das Problem, Stichwort illegale Masseneinwanderung. 230.000 Illegale sind unter dem Deckmantel des Asyls seit 2020 nach Österreich gekommen. 230.000. Sehr geehrte Damen und Herren, Sie alle wissen, wir sind im Burgenland. Das Burgenland hat rund 300.000 Einwohner. Ein 10. österreichisches Bundesland an Illegalen ist hereingekommen. Also in Richtung zumindest 10. Bundesland. Und das allein seit dem Jahr 2020. Nicht ein paar Zelte. Ein 10. Bundesland, jedes Haus, jede Wohnung, jedes Zimmer, jedes Bett, das sind die Probleme, mit denen die Österreicherinnen und Österreicher zu kämpfen haben. Stichwort Sicherheit, Stichwort Sozialstaat. Und wer hat das Ganze zu verantworten? Die österreichische Volkspartei, die jetzt natürlich auch in Wahlkampfzeiten vom eigenen Versagen ablenken will. Aber was soll herauskommen, sehr geehrte Damen und Herren, wenn ein Innenminister nicht einmal die Probleme in einem Bezirk, ein Innenminister des Staates Österreichs, nicht mal einmal die Probleme eines Bezirkes in den Griff bekommt, Stichwort Favoriten. Genau deshalb braucht es den Befreiungsschlag für die Menschen. Und es geht in vielen Punkten weiter, wo man Probleme parallel verschieben kann und auf beiden Ebenen lösen muss, in Österreich und auch auf der europäischen Ebene. Das hat begonnen mit der Gleichschaltung beim Corona-Wahnsinn. Wer weiß, was uns die nächsten 5 Jahre erwartet. Das geht weiter mit der Rekordteuerung. Das geht weiter rund um den Erhalt des Wirtschaftsstandortes. Wirtschaftsstandort Europa, aber auch Wirtschaftsstandort und Standortpolitik für Österreich. Und ein wichtiger Punkt, das ist das Ende der Kriegstreiberei. Wo zurzeit Milliarden an Steuergeld von Österreich, aber vor allem von der Europäischen Union Richtung kriegerische Auseinandersetzung, Richtung Konflikt führt.
und fließt. Bezahlen muss das Ganze der österreichische Steuerzahler. Die Europäische Union in aller Deutlichkeit ist vom größten Friedensprojekt mittlerweile zu einem Kriegsprojekt geworden. Und genau diesem System, diesen Munitionslieferungen, diesen Geldzahlungen auf dem Rücken der Steuerzahler, die ja diesen Konflikt nur weiter anheizen, genau diesem System wollen wir auf allen Ebenen den Stecker ziehen. Und deshalb steigen wir in den Ring. Gegen den Ausverkauf österreichischer Interessen. Mit dem Motto Österreich zuerst. Genau dafür steht auch unser Spitzenkandidat Harald Filimski. Weil es für die Österreicher um alles geht. Wenn wir diesen Befreiungsschlag jetzt nicht setzen und es 5 Jahre weitergeht wie bisher, dann wird es schwierig, dass man diesen Scherbenhaufen auch wieder aufräumt. Es geht aber nicht nur für die Österreicherinnen und Österreicher um alles. Es geht natürlich auch fürs System um alles. Und sehr geehrte Damen und Herren, das erklärt ja, warum die Intensität der Anpartsversuche gegen die Freiheitliche Partei von Herbert Kickl begonnen mit anderen Punkten zurzeit so groß ist. Denken wir es durch am Beispiel der Österreichischen Volkspartei. Wenn Sie die Umfragen betrachten, sehr geehrte Damen und Herren, da steht die ÖVP zurzeit am 3. Platz bei rund 20%. Was bedeutet das in der Praxis für die ÖVP? Mandatsverlust. Mit dem Mandatsverlust natürlich auch ein Problem in den eigenen Reihen, Querschüsse aus den eigenen Reihen. Da geht es aber auch weiter um einen Geldverlust. Geldverlust für die Bundespartei der Österreichischen Volkspartei, die haben ja natürlich auch Verbindlichkeiten zu bedienen. Geldverlust aber auch für den ÖVP-Parlamentsclub. Geldverlust für die Parteiakademie. Damit kein Bezahlen mehr für Berater, kein Bezahlen mehr für Mitarbeiter. Ihnen stehen Kündigungen ins Haus und damit natürlich auch ein Kontrollverlust. Wo sitzen wir, wenn da dann jemand auspackt von denen, dem jetzt droht, dass er den Job verliert? Und natürlich geht es auch weiter mit einem Kontrollverlust einhergehend in den Ministerien. Und dann, und das ist das größte Problem der Österreichischen Volkspartei, denn dann droht all das aufzufliegen, was man in den letzten Jahren und Jahrzehnten in den Ministerien im tiefen Staat aufgeführt hat. Und auch auf der EU-Ebene droht ein riesengroßer Kontrollverlust. Und deshalb auch vor der Wahl zur Europäischen Union diese Intensität. Da droht der Kontrollverlust immer dann, wenn man so etwas machen will wie unter dem Corona-Regime. Da droht der Kontrollverlust, wenn man dann im Hinterzimmer Milliarden verschieben will, Stichwort SMS und Impfdosenbeschaffung. Da droht aber vor allem auch der Kontrollverlust über Milliarden Geldflüsse in einen kriegerischen Konflikt hinein. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da geht es um weltweite Geopolitik. Wenn sich die Kräfteverhältnisse, und genau deshalb ist diese EU-Wahl auch so wichtig, wenn sich die Kräfteverhältnisse verschieben in mehreren Ländern, und natürlich weiß man, dass das droht, dann kann das auch für die Kriegstreiber, für die NATO und alle, die jetzt aus diesem Krieg auch Profit schlagen, dann kann dieses gesamte Kartenhaus zusammenbrechen. Und dann, sehr geehrte Damen und Herren, steht man vor einem Problem, wo man jetzt Milliarden auf die Seite geschoben hat und in den Konflikt hineingebracht hat. Aber genau das ist unser Ziel. Genau diese kriegerischen Auseinandersetzungen am Rücken Europas zu unterbinden künftig. Und wenn man versteht, wie groß dieses Problem und diese Gefahr jetzt ist für alle, die sich da gleichgeschalten haben, dann versteht man auch, dass diese Sudelkampagnen ja nicht nur in Österreich auftreten. Diese Sudelkampagnen, sprich Spionage, die ziehen sich ja über mehrere Länder. Sie müssen ja auch als Journalisten nur einmal über den österreichischen Tellerrand hinausblicken. Und es ist eigentlich bezeichnend, dass ich als Freiheitlicher Sie darauf hinweisen muss. Es geht wirklich um alles in diesem Jahr, in diesem Jahr der Entscheidung. Die Entscheidungsfrage, wie gesagt, ist ganz einfach. Auf der einen Seite das System. Da gehören dazu die Einheitspartei, alle anderen Parteien, die ÖVP, die Grünen, die Roten und die Neos. Da gehört aber auch dazu der gesamte EU-Moloch, NGOs, da gehört dazu die NATO, alle, die bei der Pandemie gleichgeschalten waren. Die wollen weitere Jahre, 5 Jahre wie bisher. So einfach ist dieser Plan. Und auf der anderen Seite, da gibt es jemanden, der droht, diesen Plan zu durchkreuzen. Auf österreichischer Ebene die Freiheitliche Partei, aber auch auf europäischer Ebene. Und deshalb dieses einfach durchschaubare Spiel anpatzen, anpatzen, anpatzen. Die Menschen draußen,
die haben das längst durchschaut. Denen muss man nur die Frage stellen, seht ihr und erinnert ihr euch, warum das immer genau vor einer Wahl so etwas daherkommt. Und wir lassen uns nicht beirren. Wir lassen uns deshalb nicht beirren, weil wir nicht wollen, dass es 5 Jahre so weitergeht. Weil wir nicht wollen, dass die Menschen weitere 5 Jahre leiden müssen. Weil wir uns bewusst in diesem großen Kampf, wo auf der einen Seite steht ein System, bei dem es sich nur um sich selbst dreht und auf der anderen Seite die Bevölkerung, weil wir uns da bewusst auf die Seite der Menschen stellen, weil wir uns da bewusst auf die Seite des Volkes stellen. Sehr geehrte Damen und Herren, wir Freiheitliche, wir sind uns unserer großen Verantwortung bewusst. Wir sind uns bewusst, welche große Chance das dieses Jahr bietet, dieses Jahr der Entscheidung. Weil es viel, viel mehr ist als ein Superwahljahr. Weil es nicht um irgendwelche Parteien geht, sondern weil es darum geht, wie die Menschen die nächsten 5 Jahre draußen leben müssen. Und deshalb sind wir uns der Verantwortung bewusst, diese Wahlen zu gewinnen. Nicht für uns Freiheitliche, nicht für Harald Filimski oder Herbert Kickl, sondern mit einem ganz einfachen Ziel, dass es den Menschen draußen wieder besser geht, von den Jungen bis zu den Alten. Von den Unternehmern bis zu den Arbeitnehmern und Angestellten, die Fleißigen in dem Land, aber dass es auch denen gut geht, wieder gut geht, die zurzeit nicht auf der Butterseite des Lebens sind und dass man die unterstützt. Und damit meine ich nicht die Zuwanderer, die jetzt vor allem von dieser sozialen Hängematte in Österreich profitieren. Das ist unser Ansatz. Wir nehmen diesen Kampf auf und wir haben uns bewusst dafür entschieden, einen mit der höchsten Erfahrung in der Freiheitlichen Partei in dieses Rennen zu schicken. Als Speerspitze neben mir steht, meine Damen und Herren, Harald Filimski. Lieber Harald, die Freiheitliche Partei vertraut dir. Wir wissen, was wir seit Jahren an dir haben. Wir wissen, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Meine Damen und Herren, das ist die beste Voraussetzung, dass auch die Menschen unserem Harald Filimski vertrauen, wenn wir jetzt gemeinsam mit dem Volk, für das Volk zu diesem Befreiungsschlag ansetzen. Ich freue mich auf die Auseinandersetzung. Ich hoffe, dass die Journalisten sich zukünftig nicht mehr als Lautsprecher unreflektiert von Parteizentralen missbrauchen lassen und dass wir in eine faire Auseinandersetzung gehen können. Wenn nicht, dann nicht. Wie gesagt, wir kennen die Methoden seit Jahren. Wir werden uns gemeinsam mit der Bevölkerung weiter einhängen, auf Augenhöhe den Schulterschluss mit den Menschen suchen, werden gemeinsam andrücken und werden diesem System, dem es immer nur um sich selbst geht, gemeinsam den Stecker ziehen. Vielen Dank und vor allem danke für die Blumen. Bevor ich dann darauf noch zu sprechen komme, möchte ich mich auch bei unseren burgenländischen Freunden für die Gastfreundschaft hier bedanken, hier im Burgenland die bundesweite Plakatkampagne präsentieren zu dürfen. Und das, glaube ich, auch ein sehr, sehr wichtiges Signal dafür ist, dass ihr als Burgenländer in unserer freiheitlichen Gesinnungsgemeinschaft eine wirklich auch wichtige Rolle einnimmt. Und dir, lieber Michael, mag ich nicht nur Danke sagen, sondern auch mein Lob zum Ausdruck bringen, wie du die Rolle des Generalsekretärs, ich durfte das selbst ja für lange Zeit in dieser Partei machen, hervorragend machst. Und es ist erfreulich, jemand wie dich quasi in dieser Position zu wissen und damit auch, dass wir als freiheitliche Gemeinschaft nicht mehr, ja, sage ich, uns ducken werden oder zur Seite stellen werden, wenn Angriffe von außen kommen. Wir sind schussfest, ja, was Angriffe von außen betrifft. Wir halten zusammen und wir lassen es im Interesse der Bevölkerung nicht noch einmal zu, dass das, was wir für dieses Land machen, durch erfundene Kampagnisierungen, durch unflätige Angriffe und sonstige Gemeinheiten der politischen Hexenküche, vor allem der Schwarzen, hier gegenüber uns in Stellung gebracht wird. Ich glaube, das, was mir seit mittlerweile 10 Jahren europäischer Unionspolitik einfiele, um es in 2 Wörtern auf den Punkt zu bringen, ist, es reicht. Es reicht, weil die Summe der politischen Wahnsinnigkeiten, wie sie sich aktuell manifestieren, ein Ausmaß erreicht hat, wo man nur mehr auf die Stopptaste drücken kann. Und ich habe vor wenigen Wochen beim Wiener Landesparteitag den Begriff gewählt, ich will auf den roten Knopf drücken. Und jeder weiß, was roter Knopf heißt. Roter Knopf heißt Stoppsignal. Roter Knopf heißt es, Irrsinnigkeiten zu stoppen und sie in weiterer Folge auch rückzuentwickeln oder wegzuentwickeln, da wo
Irrsinnigkeiten gegeben sind. Und ich erachte es wirklich als eine, sage ich, Angriffswelle der Sonderklasse, wenn eine politische Viererbande bestehend aus den Roten, den Schwarzen, den Pinken und den Grünen hier Hand in Hand unseren Staat immer mehr demolieren möchte, unseren Staat immer mehr den internationalen Interessen ausliefert und in Wahrheit eine Viererallianz der Österreich-Zerstörer hier am Werk ist und wir, die Patriotischen, die rot-weiß-roten Herausforderer sein wollen. Ich habe, soweit ich mich einbringen konnte, dafür entschieden, in der ersten Plakatwelle nicht durch ein Konterfei oder durch ein Porträt ablenken zu wollen, sondern es ganz bewusst auf das zu reduzieren, was wir wollen. Nämlich den EU-Wahnsinn stoppen und anhand weniger stilisierter Begrifflichkeiten, die Menschen verstehen sehr wohl darunter, was wir meinen, auch zum Ausdruck zu bringen, wo wir in eine Diskussion in der kompletten Wahlauseinandersetzung kommen wollen. Es betrifft diese von der Leyen und Zelensky-Geschichte, wo wir mittlerweile 12 oder 13, je nach Zählmethode, Sanktionspakete haben, die uns als Europäer und vor allem als Österreicher so richtig ja, als Knieschuss verabreicht wurden, wo wir Inflationsraten haben, die phasenweise jenseits der 10% waren, wo wir einen unglaublichen Wohlstandsverlust dafür haben erleiden müssen, dass diese Frau von der Leyen am Tag 1 als Putin, ja, ein Klammer, sehr verurteilenswürdiger Vorgang, wo Putin in die Ukraine einmarschiert ist, gleich zu den Amerikanern geflogen ist und verhandelt hat darüber, hier Flüssiggas aus den USA für Europa verfügbar zu machen. Offenbar geht es hier um Geld. Es geht um viel Geld und es geht darum, den europäischen Energiemarkt für die Amerikaner hier Tisch und Genuss fertig zu machen, was ich für einen Irrsinn finde. Und genauso wie die Frau von der Leyen, und das ist der nächste Punkt, den wir hier sehr detailhaft auch ansprechen werden, 1,8 Milliarden Impfdosen. Ja, von einem mehr als umstrittenen Impfstoff, der jetzt immer mehr auch in die politische Diskussion über Impfschäden und sonstige Gemeinheiten, die damit in Verbindung stehen, gemacht hat. Ja, ich erinnere mich und Sie erinnern sich vielleicht noch daran zurück, wie die Frau von der Leyen als ihr politische Beitragsgeschichte zu dieser Pandemie in der Welle Nummer 1 sich die Hände gewaschen hat und dabei gesummt hat, die Ode an die Freude. Das, was als europäische Hymne gilt, Klammer, eine Hymne, die keine ist, weil sie keinen Staat repräsentiert und die EU auch kein Staat ist. Und da hat sie sich die Hände mit Summen der Ode an die Freude gewaschen und hat dann mit den gewaschenen Händen mit dem Pfizer-Chef Burla vereinbart, an die 2 Milliarden Impfdosen, 1,8 bis 2,4, je nach Reduktion und je nachdem, was man rechnet. Man weiß es noch nicht, weil die SMS alle unter Verschluss sind, hier dem ordentlich noch nachgehen werden. Es ermittelt die Europäische Staatsanwaltschaft, die Europäische Ombudsfrau ermittelt. Wir haben die Untersuchungsbehörden auf parlamentarischer Ebene nicht so effektiv, wie sie sein könnten, aber da werden wir auch nach der Wahl dahinter sein, diesen Irrsinn entsprechend aufzudecken. Wir haben den Migrationswahnsinn, der seit dem Jahr 2015 tobt. Wir haben über 8 Millionen Menschen, die aus Arabien und aus Afrika hier zum Gutteil und Großteil illegal gekommen sind und obwohl sie keinerlei Schutztitel verdienen, weder Genfer Konvention noch subsidiär noch humanitär irgendeine Schutzwürdigkeit genießen, bleiben die einfach alle da. Keiner schert sich etwas darum, dass die alle hier bleiben. Wir haben eine Anerkennungsquote noch ohnehin mehr als liberalen Vorgangsweisen und Beurteilungsmethoden von nicht einmal 25% jener, die schutzwürdig sind und von denen, die dann abgelehnt wurden, gegen alle Instanzen verbleiben 82% mit illegaler Aufenthaltssituation in Europa, ohne heimzugehen, ohne von irgendjemandem Druck zu spüren, wieder in die Heimatländer zurückzugehen. Und wir kennen alle die Bilder, wo, sage ich mal, keine älteren Menschen, ja, keine Schwächeren, ja, wie
Kinder, gebrechliche Ältere hier anlanden und an die europäische und auf europäischen Boden drängen. Na, es sind größtenteils junge Männer in einer Aktivgeneration, die eigentlich zu Hause helfen sollten, die hierher kommen, die dann in einer Bandenkriminalität sich meistens zusammenrotten, in illegale Geschäfte gehen. Wir alle kennen die Probleme, die mit Terrorismus über diesen Kontinent gebracht wurden. Ich erinnere nur zurück an die Beginne mit Charlie Hebdo. Ich erinnere zurück an das Bataclan-Theater. Ich erinnere an die vielen Köpfungen, die wir in Frankreich erlebt haben, die Messerattentate. Ich erinnere zurück an die Sprengung des Flughafens in Brüssel. Ich erinnere an den Weihnachtsmarkt in Straßburg, wo ein Islamist mit Allahu Akbar herumgerannt ist und Menschen getötet hat. Wir haben es in Wien erlebt, wir haben es in vielen deutschen Städten erlebt. Und, und. Hier ist eine Zahl von Islamisten auf den Kontinent gekommen, der massiv Schaden, nicht nur kulturellen Schaden, ja, im Sinne eines Zusammenpralls der Kulturen, wie Samuel Huntington einmal beschrieben hat, sondern wirklich ja hier mit Todesabsichten und mit Verachtung in Richtung unserer Gesellschaft unterwegs ist. Da wollen wir auch einen Stopp haben. Da wollen wir diesen illegalen Migrationswahnsinn bekämpfen. Und wir wollen, dass all diejenigen, die jetzt hier auf europäischem Boden sind und es nicht sein dürften, weil sie keinerlei Aufenthaltstitel haben, auch wieder nach Hause gehen. Ja, und wir werden über Dinge wie den Ökokommunismus und den Green Deal zu reden haben. Wir werden darüber zu reden haben, was jetzt mit gentechnisch modifizierten Lebensmitteln in der kommenden Woche in Straßburg auf Schiene gebracht werden wird. Wir haben die Kriegstreiberei und wo ganz bewusst mit der Friedensfazilität, die auf EU-Ebene beschlossen wurde, Gelder, auch österreichische Gelder in Richtung Waffenbeschaffung geflossen sind und. Wir haben in Österreich eine Allianz der Österreich-Zerstörer. Rot, Schwarz, Pink und Grün, die es darauf abgesehen haben, dieses Land in seiner gewachsenen kulturellen Identität den internationalen Interessen offensichtlich zu opfern und es in eine Richtung zu entwickeln, wo wir am Ende des Tages Teil eines Modells der Vereinigten Staaten von Europa sein werden. Wir vielleicht mit einem Provinzpossenparlament nur mehr über Petitessen und Kleinigkeiten im Land entscheiden dürfen. Nein, wir haben ein klares Ziel als FPÖ, nicht nur was hier unseren Kampf im Lande betrifft, nämlich Kompetenzen zurückzuholen von der supranationalen Ebene in die Parlamente der Mitgliedstaaten und auch dafür Sorge zu tragen, dass wieder mehr an direkter Demokratie möglich ist und diese direkte Demokratie auch über Unionsrecht stehen soll und stehen muss. Das ist das, was wir als FPÖ erreichen wollen. Hier gegen diese Allianz der Österreich-Zerstörer von Rot, Schwarz, Grün und Pink vorgehen und das einbringen in eine internationale Allianz unserer politischen Freunde. Und wenn ich jetzt schaue etwa nach Frankreich, die Nummer eins sind in allen Umfragen. Wenn ich schaue in die Niederlande, wo unser politischer Partner Nummer eins ist. Wenn ich schaue nach Portugal, unser neuer politischer Partner, der am Weg in Richtung Nummer eins ist. Wenn ich schaue nach Spanien, unsere Freunde der Vox-Partei, die unglaublich erfolgreich sind, wenn ich daran denke, dass wir diese Woche noch in Budapest vertreten sein werden beim CPEC-Meeting und auch hier jemand haben mit Viktor Orban, der bei den vergangenen Wahlen sogar noch zulegen konnte und. Ja. Vom Baltikum über Skandinavien, von Italien bis in die östlichen europäischen Staaten haben wir Freunde und wir bringen diese Freunde zusammen unter einem Dach von freiheitlich, Mitte-Rechts, konservativ denkenden Politikern, die ein Ziel haben, dieses Europa zu retten und das damit nur funktionieren kann, die jetzigen EU-Machthaber weg aus ihren Funktionen zu bringen, diesen Irrsinn und Wahnsinn zu beenden, der in immer mehr Zentralisierung mündet und darauf zu schauen, dass das, wofür wir eigentlich Zusammenarbeit in Europa auf Schiene gebracht haben, nämlich Frieden, Freiheit und Wohlstand für möglichst alle wieder sichergestellt werden kann, dass wir Lobbyisten
aus dem Parlament fernhalten wollen, ihnen nicht einmal mehr den Zugang ins Parlament oder die Kommission gewähren wollen, dass wir ein Abspeckmodell und eine radikale Diät für diese Europäische Union auch einmahnen. Das heißt, Halbierung des Parlaments. Ich darf Sie daran erinnern, dass das US-Repräsentantenhaus 435 Mitglieder hat. Das EU-Parlament soll jetzt anwachsen auf 720. Du kannst jeden zweiten streichen und niemand geht etwas ab. So, EU-Kommission mit 27 Kommissaren, wo ich jetzt, wenn ich einen Quiz machen täte, wer diese Kommissare sind, wahrscheinlich auch großes Köpfeschütteln nur stattfände. Wenn du jeden zweiten Kommissar wegsparst, geht auch niemand etwas ab. Und wenn du Kompetenzen zurückholst von der supranationalen Ebene in die Mitgliedstaaten für uns, was Österreich betrifft, in das österreichische Parlament, eine Aufwertung des österreichischen Parlaments möglich machst und direkte Demokratie wieder über Unionsrecht stellst, dann bist du da, wo wir sein möchten. Kein Exit, maximal ein Exit vom Wahnsinn. Weg mit diesen Leuten. Mehr Rot-Weiß-Rot. Friedliche Zusammenarbeit, ja, auf Basis von Freiheit und Wohlstand. Aber weg mit dem Zentralismus und weg mit der Diktatur der Konzerne.